Stunde zum Nachrechnen. Nun, was ist Hard Science Fiction? Das ist jene Strömung der Science Fiction, die sich mit technisch-naturwissenschaftlichen Inhalten beschäftigt und wo man manchmal Dinge überprüfen kann. Der Großteil Science Fiction Literatur ist ja diesbezüglich eher kalt. Die Überprüfbarkeit entspricht ungefähr der Bilanzen einer gewissen notverstaatlichen Bank. Und damit wollen wir uns in einer seriösen Vorlesung nicht beschäftigen. Aber es gibt immerhin einige Texte, die sich dafür eignen. Das sind meistens von Autoren, die einen technisch-wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und da will ich Ihnen jetzt einige Beispiele aus einer Vorlesung zeigen, die manchmal mit ganz einfachen Mitteln nachrechenbar sind. Vorerst eine Frage an das Auditorium. Gibt es hier Science-Fiction-Fans, die dieses schöne Raumschiff gut kennen und die Star Trek auch mögen? Ich fürchte, ich werde einige von Ihnen enttäuschen, weil wir werden nicht darüber sprechen. Da ist nämlich sehr wenig zum Nachprüfen da. Warp 10, damit fange ich nichts an, da kann ich nichts nachrechnen. Wir werden es eher mit Dingen wie der Terraformierung fremder Planeten beschäftigen. Da gibt es viele Stories, wo genug Information vorhanden ist, um das auch rechnerisch nachzuprüfen, was der Autor hier behauptet. Kann man den Mars zum Beispiel zu einer blühenden Wüste verwandeln durch entsprechende Maßnahmen? Wäre schön, ich meine, im Sommer sind am Mars ungefähr 20 Grad, es regnet nicht, es wäre viel besser als hier jetzt im Augenblick, also der Wesseltag am Mars im Sommer wäre eine durchaus angenehme Umgebung. Und ein anderes Beispiel, das ich Ihnen dann bringen werde, sieht ungefähr so aus. Also diese vielen Rieseninsekten und Riesenspinnen, die wir aus Filmen kennen, aber auch aus der Literatur. Und hier wird die Frage sein, wenn irgendwo in einem Labor ein durch besondere Maßnahmen so ein Riesending gezüchtet werden kann, dann kommt es aus, wie in dem Film Tarantula zum Beispiel, würde das wirklich standhalten? Oder würde das vielleicht mechanische Probleme geben? Das kann man auch nachrechnen. Bevor wir aber das tun, einige Erklärungen zur Science Fiction und zur Technologie. Also man hört oft die Frage aus dem Publikum, wann können wir denn sowas bauen? Und die Antwort ist schlicht und einfach, keine Ahnung. Es ist durchaus möglich, dass wir sowas überhaupt nie brauchen werden. Denn es genügt ein kleiner Blick in die Vergangenheit der Zukunft. Und ich zeige Ihnen hier ein schönes Bildchen. Das stammt aus 1890 ungefähr. Und das war die Prognose für das Jahr 2000. Und wir wissen heute, also wir brauchen das gar nicht. Wir haben Aufzüge für die Häuser und die Luftschifftechnologie hat sich nicht durchgesetzt. Also wozu das Ganze? Es könnte durchaus sein, dass wir in 100, 200, 300 Jahren dasselbe von der Enterprise denken. Vielleicht gibt es ja eine super Technologie bis dahin. Oder wir kommen darauf, dass es nichts bringt, uns zu anderen Planeten zu beamen. Zu den Visionen, die wir hier angesprochen haben, zeige ich Ihnen noch zwei ganz nette Bildchen. Von Albert Rubida ist das. Der hat also um die Jahrhundertwende des vorigen Jahrhunderts sich überlegt, wie wird denn die Welt aussehen in 100 Jahren. Und das hier ist eigentlich sehr visionär, nicht wahr? Das iPhones. Und wenn man aber genauer hinsieht, ist es hoffnungslos daneben. Denn diese riesen Energieversorgungskasteln da, die konnte er damals nicht wissen. Die Technologie war ja noch nicht da. Lithium-Ionen-Batterien zum Beispiel. Und hier die Sprechmuscheln. Also es ist eigentlich, was wir hier sehen, und hier noch besser, ein mechanischer Staubsauger. Die Idee, einen Elektromotor zur Vakuumerzeugung zu verwenden, die war nicht vorhanden. Und
So können wir also sagen, diese Dinge sind eigentlich keine Zukunftsprognosen, sondern im besten Fall Visionen, und die sind alle sehr, sehr zeitgeistig geprägt. Aber wir hören zum Beispiel aus den 50er Jahren, da war die Atomkraft noch ganz in, eine schöne Aussage, dass atombetriebene Staubsauger in ungefähr 10 Jahren Realität sein werden. Also bitte alle diese Voraussagen mit großer Vorsicht zu genießen. Die Science Fiction spricht nicht von der Zukunft, sondern allenfalls von Visionen. Hier habe ich ein paar Visionen eines sehr berühmten Science-Fiction-Autors zusammengestellt. Arthur C. Clarke, den wir auch in unserer Vorlesung an der TU Wien oft besprechen, hat im Jahr 2001 diese Voraussagen hier gemacht. Ich gehe da jetzt nicht ganz durch, aber die einzige, die wirklich zugetroffen hat bisher, ist die 2003, wird die NASA einen Roboter auf den Mars schicken. Alles andere ist ziemlich daneben. 2006, die letzte Kolonie wird geschlossen. Wir wissen, immer wieder gibt es Unglücke in Kohlenminen. Hier haben wir Quantengeneratoren, 2009. Die theoretischen Physiker schmunzeln hier. Und hier 2013, wir sind also hier zwischen hier und hier, Prince Harry becomes the first member of the British Royal Family to fly in space. Also wir können das beruhigt alles auf den Abfallhaufen der Prognostik werfen, und wir warten jetzt ungeduldig auf 2020, wo die künstliche Intelligenz menschliches Niveau erreichen wird, und dann gibt es zwei intelligente Spezies auf der Erde. Also ich bin da auch sehr skeptisch. Also die Science-Fiction-Autoren sind keine guten Prognostiker. Wie sieht es denn mit Experten aus? Und hier habe ich ein paar Beispiele von Expertenvoraussagen. Der Direktor von IBM hat 1943 gesagt, ich bin überzeugt, dass es einen Weltmarkt für ungefähr 5 Computer gibt. Nun, im Jahr 1945 ist der erste Computer operationell gewesen, der berühmte ENIAC. Der wog 30 Tonnen. Hier ist ein Bild davon, das hat den ganzen Raum eingenommen. Hat 160 Kilowatt Energie verbraten. Und die Rechenleistung war damals 500 Flops. Also die Experten wissen, was ein Flop ist. Ein Flop ist eine Floating Point Operation. Und die neuen Computer, ich weiß gar nicht die letzten Zahlen, aber ihr wisst es vielleicht, was haben die neuen Computer für Rechenleistungen? Also Gigaflops haben wir auf jeden Fall. Gigaflop ist eine Milliarde Flops. Das heißt, wir haben eine Verbesserung von mehr als 10 Millionenfach in dieser kurzen Zeit. Also so gesehen, Prognosen sind problematisch hier. Von einem berühmten Physiker, der Lord Kelvin, hat gesagt, eines Tages werden wir erkennen, dass Röntgenstrahlen eine Mystifizierung sind. Hat er 1895 gesagt. Und hier auch was ganz Nettes aus 1945, sagt der Waffenexperte William Leary, das ist der größte Unsinn, den wir jemals unternommen haben. Die Atombombe wird niemals explodieren. Ich sage das als Experte in Explosionsangelegenheiten. Und aus 1956 eine andere, also eine berühmte Persönlichkeit, der British Royal Astronomer, sagt, Space Travel is complete nonsense. Was lernen wir daraus? Was ist die Bottomline hier? Also Kelvin hat übrigens 1905, 10 Jahre später, gesagt, hat das Ende der Physik prophezeit. Es bleibt nichts anderes mehr als die Naturkonstanten mit mehr und mehr Genauigkeit zu messen. Wir wissen, damals ist die Quantentheorie entstanden. Was lernen wir daraus? Diese Kerle waren alle ziemlich betagt, als sie das gesagt haben. Glauben Sie niemals einem älteren Experten,
wenn er behauptet, etwas sei unmöglich. Die Altersgrenze will ich so bei 60, 65 ansetzen, aus sehr persönlichen Motiven. Ja, und wenn wir jetzt vergleichen, wer ist denn besser, die Science-Fiction-Autoren oder die Experten? Und ich habe hier ja die Mühe gemacht, vor längerer Zeit aus dem Werk von Jules Verne, der hat ja sehr viele Sachen prognostiziert, technische Dinge, rauszuholen, welche Sachen waren in Ordnung, welche sind wirklich realisiert worden. Unter anderem hat er sowas wie Supraleitung vorausgesagt. Das Unterseebode ist kein gutes Beispiel, weil die hat es damals schon gegeben. Pneumatisch Post, allerdings auch das absolute Vakuum. Und wir wissen ja heute, absolutes Vakuum gibt es nicht. Also da hat er sich schwer geirrt. Und auf der anderen Seite ein berühmtes Buch aus 1967 von einem amerikanischen Think Tank, der Rand Corporation. Und die Seite hatten die Aufgabe für die Regierung herauszufinden, wie wird denn die Welt in 40, 50 Jahren aussehen, damit die Regierung entsprechend handeln kann. Und da lesen wir unter anderem, dass die Lebenserwartung steigen wird bis 2000. Das stimmt. Das Space Shuttle wurde ungefähr vorausgesehen. Allerdings auch wurde gesagt, dass man Atombombenexplosionen für Bodenschätze und im Straßenbau verwenden wird. Das muss man sich einmal vorstellen. Nicht wahr? Atombombenexplosionen im Straßenbau könnte man vielleicht der ASFINAG vorschlagen. Das SDI vom Reagan wurde vorausgesagt. Das war ein Flop, wie wir wissen. Allerdings auch direkte Gehirn-Computer-Verbindung, also Stecker an der Schläfe für 2000. Und, ganz lustig, alle Infektionskrankheiten seien im Jahr 1980 bereits ausgerottet. Also im Grunde beide nicht sehr gut. Wenn man sie vergleicht, ist der Jules Verne ein bisschen besser in seinen Prognosen. Hier sind die richtigen und hier die falschen. Wern in Magenta und Kahn Wiener in, also in Magenta und das ist in Blau. Aber im Grunde kann man sagen, was lernen wir daraus? Prognosen sind extrem schwierig, besonders wenn es sich um die Zukunft handelt. Und ich würde hier gerne ein persönliches Extempore anbringen, dasselbe trifft leider auch für die österreichische Forschungspolitik zu. Gut, also jetzt haben wir ein bisschen philosophiert über Science Fiction und ich komme jetzt zu den Beispielen, die man hier rechnen kann. Also Gedankenspiele zum Nachrechnen und ich nehme an, Sie kennen Star Wars, die Fans kennen das und hier wird der Planet Alderaan zerstört durch den Todesstern und da gibt es einen Laser, der wird hier gebündelt und wenn Sie in Wikipedia nachlesen, gibt es viele Details über den Laser, aber es steht nirgends, was für eine Energie dieser Laser hat. So, und das können wir jetzt versuchen nachzurechnen. Ich habe hier einen kleinen Videoclip vorbereitet. Ich hoffe, das wird funktionieren. So, da wird jetzt vorbereitet, der Todesstern für den tödlichen Schuss. So, also das Ganze dauert keine 10 Sekunden und wir wollen jetzt fragen, welche Energie ist dafür überhaupt notwendig? Die genau auszurechnen ist relativ schwierig, das wollen wir auch nicht tun, aber es genügt oft auch eine Abschätzung, dass wir Größenordnungen wissen und ich muss hier um Entschuldigung bitten, ich werde hier einige Hochzahlen verwenden, also Exponentialschreibweise. 10 hoch. Ich hoffe, dass Sie mit vertraut sind. Und wir versuchen jetzt eine untere Abschätzung zu machen. Wie viel Energie braucht man? Und hier haben wir unseren Alderaan. Und wir nehmen jetzt an, wir schneiden den hier gedanklich durch, in zwei Hälften, und trennen die beiden Hälften. Es braucht Energie.
nämlich Schwerkraftsenergie. Das ist ein Gravitationspotenzial und das kann man hinschreiben, das ist eine sehr einfache Gleichung. M und M sind die beiden Halbmassen, G ist die Gravitationskonstante und R ist der Abstand. Und jetzt nehmen wir die beiden Hälften und entfernen die voneinander, können wir die Energie ausrechnen, die das braucht. Für das Explodieren des Sterns werden wir mehr Energie brauchen. Das ist also eine untere Grenze für die Energie. Das ist sehr einfach. Wir nehmen einen erdähnlichen Planeten, setzen die Zahlen ein. Ich gehe da nicht aufs Detail. Das kann jeder für sich selbst ausprobieren. Und hier sind die berühmten Hochzahlen, also 10 hoch 24 heißt eine 1 mit 24 Nullen dahinter. Und wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf 10 hoch 32 Joule. 1 mit 32 Nullen dahinter. So viel Energie braucht das. Was bedeutet das? Können wir das irgendwie vergleichen mit Dingen, die uns vertraut sind? Und ich würde das gerne angeben in sogenannten I-Units. Das ist eine I-Unit. European Yearly Energy Production. Also die Energie, die Europa, die elektrische Energie, die Europa pro Jahr produziert. Und die kann man im Internet nachlesen. Und wenn man das ausrechnet, kommt man drauf, dass diese Energie äquivalent ist zu 10 hoch 13 Jahren europäischer elektrischer Energieproduktion. Also, wir können das dann auch in Ys umrechnen, das sind World Yearly Energy Production, das ist ungefähr ein Zehntel davon. Also Europa braucht etwa 15% der weltweiten elektrischen Energie. Wir sind sehr, sehr bescheiden. So, 10 hoch 12 Jahre oder diese Zahl ist höher als die Zahl der Sterne in einer Galaxis. Das heißt, wenn jeder Stern einen Planeten hätte, der Energie produziert wie die Erde, dann müssten alle Planeten zusammensteuern, um die Energie für diesen Laserstrahl zu vermitteln. Also Sie sehen, man kann schon ein bisschen rechnen. Und das wäre ganz wohltuend, wenn die Autoren solche Filme sich darüber auch Gedanken machen würden. Ein kleines Intermezzo, wozu ist das alles gut? Nun, die Vorlesung ist für angehende Techniker und Naturwissenschaftler auf dieser Universität und in Paris, wo ich die Vorlesung auch halte. Und das ist eine Spielwiese für Leute, die sich ein bisschen üben wollen im Rechnen. Und hier haben wir relativ kreative Szenarien, wo man ein bisschen außerhalb der normalen Problemstellungen arbeiten kann. Also das ist die Grundidee der Vorlesung. So, als zweites Beispiel, ich werde das vielleicht kurz machen, weil es wartet dann ein drittes Beispiel mit einem kleinen Experiment auf Sie. Ich habe hier einige Spinnen vorbereitet. Also machen wir das kurz durch. Terraformierung fremder Planeten. Es gibt jede Menge Literatur dazu, von Bradbury, die Mars-Chroniken zum Beispiel, oder von Stanley Robinson, die Mars-Trilogie. Und hier gibt es ein nettes Büchlein von einem französischen Autor, Rêve de Forêt oder Dreaming of Forests in der englischen Übersetzung. Auf Deutsch gibt es das, glaube ich, nicht, zumindest habe ich nichts gefunden. Und hier wird beschrieben, wie der Mars zu einer lebenswerten Umgebung umgestaltet wird. Und die Grundidee, es gibt einige Details, die gehe ich nicht ein, die Grundidee ist, hier wird Sauerstoff von der Erde in großen Raumschiffen auf den Mars transportiert, um eine Sauerstoffatmosphäre zu machen. Und Gérard Klein gibt uns hier einige Informationen. Also, der Großteil des Sauerstoffs wird durch Elektrolyse aus den Ozeanen der Erde erzeugt. Okay? Dadurch wird das Meeresniveau um einige Meter fallen. Wo nehmen die Energie für die Elektrolyse her? Von einem großen Damm, der in der Straße von Gibraltar gebaut wird. Das Mittelmeer wird umfunktioniert zu einer großen Elektrolysefabrik. Das Meerniveau sinkt und von draußen kommt dann das atlantische Wasser rein. Und über den Damm wird elektrische Energie erzeugt.
Und dann sagt er hier, und das ist wichtig, die Atmosphäre am Mars wäre vergleichbar zur Erdatmosphäre in einer Höhe von 4000 Meter. Okay, in 4000 Meter Höhe kann man noch atmen, das reicht also. Und jetzt können wir beginnen auszurechnen, was ist der Druck des Sauerstoffs, den wir dazu brauchen. In 4000 Meter Höhe lesen wir aus einer Tabelle ab. Der Luftdruck ist 617 Hektopascal. Und jetzt können wir ausrechnen, wie viel Sauerstoff ist denn da drinnen? Unsere Atmosphäre besteht ja nicht aus 100% Sauerstoff. Ist jemandem bekannt, wie viel Prozent Sauerstoff hier wir atmen? 20% ungefähr. Der große Rest ist Stickstoff. Und wie viel Kohlenstoff haben wir? CO2? Eins? 1%? Noch einmal raten bitte, das ist zu hoch. 0,03% CO2. Also so viel zur großen CO2-Problematik, die immer wieder in den Medien ist. Gut, also wir brauchen eigentlich nicht so viel Druck, sondern nur den Partialdruck des Sauerstoffs. 20% von dem sind ungefähr 12 Hektopascal. Und damit, mit dem Druck, können wir uns jetzt die Menge des Sauerstoffs ausrechnen. Wir nehmen schlicht und einfach an, dass der ganze Sauerstoff um den Mars herum ist, das ist die Sauerstoffatmosphäre. Und jetzt rechnen wir uns den Druck hier aus dem Gewicht des Sauerstoffs. Und das ist ganz einfach, das ist die unbekannte Sauerstoffmasse mal der Gravitationskonstante am Mars, also die Beschleunigung am Mars, die ist ungefähr 40% der Erdbeschleunigung. Wäre super, wir wären alle wesentlich leichter, würden uns auch leichter tun mit unserer Wirbelsäule vor den Computern. Und rechnen uns den Druck hier aus und setzen den gleich diesen 123 Hektopascal. Und daraus ganz einfach auszurechnen, wir brauchen 5 mal 10 hoch 17 Kilogramm O2, um das zu machen. So, und jetzt können wir nachrechnen, ob das stimmt, ob der Meeresspiegel bei dieser Riesenmenge wirklich nur um einige Meter sinkt. Und das ist sehr leicht. Wir wissen ungefähr die Fläche der Meere und wir kommen drauf, dass er in der Tat um 2,5 Meter sinkt. Also da war der Autor korrekt, hat er gut gerechnet. Aber jetzt wird es ein bisschen problematischer, nämlich mit der Elektrolyse. Elektrolyse ist bekannt, nehme ich an. Also wir haben hier Meerwasser, wir schicken Strom durch und dadurch sammelt sich also hier an der Anode der Sauerstoff und an der Kathode der Wasserstoff. Den können wir sammeln und als Energiequelle verwenden. Und das sammeln wir und schicken zum Mars. Die Energie für die Elektrolyse ist leicht auszurechnen. Wenn wir die Dissoziationsenergie dieses H2O-Moleküls kennen, das können wir aus einer Tabelle Wikipedia raussuchen. Das sind 285 Kilojoule pro Mol. Und jetzt mal multiplizieren wir das mit der benötigten Menge und kommen drauf. Wir brauchen 10 hoch 6 I Units, Sie erinnern sich, I wäre die European Yearly Energy Production. Also das bedeutet, wir müssten 1 Million Jahre lang die gesamte Energieproduktion Europas in dieses Projekt stecken. Das ist sicher kein EU-Projekt bei einer Legislaturperiode von 5 Jahren. Also das, vielleicht wird sich China dieses Projekts annehmen. Das ist eine andere Größenordnung. Naja. Aber jetzt, der sagt, der Damm wird die Energie erzeugen. Hier haben wir den Damm in der Straße von Gibraltar, ist der Atlantik, Mittelmeer abgesenkt um 200 Meter, das steht irgendwo im Buch. So, jetzt können wir ausrechnen, die hydroelektrische Energie von dem Damm, ist nicht schwer, 200 Meter potenzielle Energie, die Menge des Wassers wissen wir und wenn wir das machen, kommen wir drauf, dass diese Energie 5 mal 10 hoch 20 Joule ist. Aber für die Elektrolyse hatten wir 10 hoch 24 Joule gebraucht. Das heißt, wir brauchen 10.000 mal mehr Energie für die Elektrolyse, als der Damm hergibt.
Unser Auto hat sich hier schwer geirrt und das ist auch das Resümee, also das Sea Level will be lowered, wie er sagt, das stimmt, aber beim Damm ist er, hat er sich mal einen Faktor 10.000 geirrt. So, ja, und jetzt komme ich zum letzten Teil, nämlich dem Experiment. Und ja, ich meine, wir sind so wenige, darf ich Sie einladen, einfach näher zu kommen? Das passt hier rund um den Tisch und da kann man das alles viel genauer sehen, das kleine Experiment. Es wird auch schnell gehen, Sie können sich dann in der im sonnigen Sommer des Mars ohne Regen vielleicht erholen. Kommen Sie nur rein. Ich mache das vielleicht so, kann man das. So, hier ist viel Platz, viel Platz. Ja, wunderbar. Das drehen wir noch ein wenig um. So. Okay, also jetzt geht es um die Giant Bugs, Gliederfüßer. Gibt es Filme, das Formicula aus 1955, nicht wahr? Und keine Ahnung von wann das ist, ich habe das aus dem Internet geklaut, bitte nicht weitersagen. So, und die Frage ist, nehmen wir eine Kreuzspinne. Eine kleine Kreuzspinne ist ungefähr 3 mm groß, Körpergröße. Okay? Und sie wiegt 20 Milligramm. Gedanklich blasen wir das Ding um einen Faktor 1000 auf. Aus den 3 Millimetern werden dann 3 Meter. Ungefähr das. So, und wir fragen jetzt, kann dieses Ding, können diese dünnen Beine das noch tragen? Sie werden sagen, ja, das ist alles aufgeblasen. Warum auch nicht? Wie schwer ist denn diese Spinne jetzt? Schwere Frage an das Auditorium. 20 Milligramm und ich mache das jetzt um einen Faktor 1000 größer. Hier ist ein Experte, ein Spinnenexperte. Ist richtig, also wir müssen das Gewicht natürlich über das Volumen ausrechnen. Und wenn die Länge um einen Faktor 1000 steigt, dann steigt die Fläche um einen Faktor 1000 zum Quadrat und das Volumen um einen Faktor 1000 zur dritten. Und 1000 zur dritten ist eine Milliarde. Das heißt 20 Milligramm mal einer Milliarde. Das ist ein bisschen schwerer im Kopf. Aber irgendjemand hat sicher so einen kleinen Rechner. Das macht 20 Tonnen. 20 Tonnen liegt dieses Strom her. Und die Frage ist jetzt schon berechtigt. Können diese dünnen Beine 20 Tonnen tragen? Dazu machen wir jetzt ein Experiment. Ich habe hier ein paar Spinnenbeine und ein paar Spinnen. Und wir werden das jetzt nicht um Faktor 1000 aufblähen, sondern nur um einen Faktor 2. Also hier ist die Kreuzspinne, die wiegt 20 Kilogramm. Das sind 20 Gramm. Also wir denken, das sind 20 Milligramm, 20 Gramm. Und jetzt haben wir sie vergrößert um Faktor 2, das heißt, dann müsste das Gewicht steigen um den Faktor 8, 2 zur dritten. Das sind also 20 Gramm mal 8 sind 160 Gramm. Und das hier sind, bitte um Überprüfung, das sind 100 und das sind 50. Also die hat etwas Diät gemacht, damit das Experiment nicht so dramatisch ausfällt. So, und hier habe ich jetzt ein Spinnenbein. Ja. Und ich brauche jetzt einen Helfer, der mir diese kleine Spinne, wer möchte das gerne übernehmen? Keine Spinnenangst, haben Sie Spinnenangst? Bitte. Sehr nett. Sie beißt auch nicht. Wenn Sie mir bitte das hier auf das Spinnenbein auffädeln. Ja, vor und ganz vorsichtig jetzt runterlassen. Spricht nicht. Es biegt sich, aber es hält. Okay. Jetzt vergrößern wir die Spinne um einen Faktor 2. Doppelt so lang. Nun, wie dick wird dieses Bein sein? Es wird ja auch dicker.
wird es doppelt so dick. Oder wird es dicker? Und es wird natürlich dicker, wo ist dieser schöne Edding-Stift? Weil wir hier nämlich, also wir denken den Spinnern, also Länge wird um den Faktor 2 erhöht. Okay? Aber jetzt schauen wir uns einen Querschnitt von dem Bein an und denken, es ist quadratisch. Wenn wir das jetzt verdoppeln, dann wird der Querschnitt viermal so groß. Also 4, das wäre 2 hoch 2, nicht wahr? Okay? Also ich brauche jetzt 4. Und natürlich das Volumen wird um den Faktor 8, 2 hoch 3 größer, wie wir gesagt haben. So, und jetzt machen wir das Experiment mit der großen Spinne. Also ich habe jetzt 4 Spinnen, also ein Spinnenbein, das viermal so stark ist. Das ist gut, die Spinne wird also jetzt mehr Gewicht tragen können. Und jetzt bitte noch einmal, wenn Sie mir das jetzt ganz vorsichtig rüberhängen. Nein, nur rüberhängen, ja, so. Ja. Okay, das hält, aber es liegt daran, dass die Spinne offenbar Diät gemacht hat, weil es nass geworden ist und das ist also knapp an der Bruchgrenze. Und wenn wir das jetzt nicht mit einem Faktor 2 vergrößern, sondern mit einem Faktor 1000, können Sie sich vorstellen, dass diese Beine nie im Leben das Gewicht der Spinne können. Nun, das klingt sehr kindisch, aber das ist ein ernsthaftes Forschungsgebiet in der Mechanik. Das nennt man dort Ähnlichkeitstheorie. Und dort werden Modelle gebaut. Da macht man es umgekehrt. Da macht man die Modelle kleiner. Also statt einem Flieger, eine Boeing 380 oder so, Airbus 380, pardon, macht man kleine Modelle und studiert dann, wie sich die verhalten mechanisch. Und das ist sehr spannend und bringt sehr gute Ergebnisse. In der Biologie gibt es das auch, da heißt es dann nicht Ähnlichkeitstheorie, sondern Allometrie, allo von anders, also andere Maßzahlen. Und da gibt es ein berühmtes Gesetz von einem Herrn Kleiber, da kann man nachlesen, wie sich verschiedene Eigenschaften eines Organismus mit der Masse oder mit der Größe ändern. Und zum Beispiel die Kraft verhält sich so wie die Masse hoch 2/3. Das heißt, wenn ich jetzt von einem Menschen zu einer Ameise runtergehe, von 60 Kilo auf 60 Milligramm, sehe ich, die Ameise ist viel, viel schwächer. Aber relativ gesehen ist die Ameise wieder stärker, weil dann muss ich ja durch ihre eigene Masse dividieren, dann habe ich die relative Stärke. Und da sehe ich, dass die Ameise um einen Faktor 100 stärker ist als ein Mensch, relativ gesehen. Und wir wissen ja, wenn diese kleinen Dinger können das Vielfache ihres Körpergewichts tragen. Das gibt also sehr interessante Überlegungen, Konsequenzen, die man analysieren kann. Daran liegt es übrigens auch, dass Vögel eine gewisse Grenzgröße haben, über der sie nicht fliegen können. Das ist auch klar übersehen, das kann man ähnlich zeichnen hier. Da sieht man, ab einer gewissen Größe, nämlich ungefähr 15-20 Kilogramm, ist der Metabolismus nicht mehr in der Lage, die fürs Fliegen erforderliche Energie zu leisten. Auf die Art kann man also relativ einfach viele Dinge verstehen. Und ich zeige Ihnen jetzt zum Abschluss ein Video, eine andere Konsequenz dieser Ähnlichkeitstheorie. Was passiert mit sehr kleinen Lebewesen, die obendrein auch noch sehr schnell sind? Das kann man auch skalieren, das kann man rechnen. Und man sieht zum Beispiel, wenn man das tut, dass die Oberflächenspannung für kleine Tiere größer wird, scheinbar. Also ein Wasserfloh kann am Wasser laufen, die Zähigkeit vom Wasser wird stärker für kleine Tiere und das hat die Natur in der Tat auch erfunden. Nämlich hier haben wir dieses Video, das nennt sich How to Run on Water.
Dieses Tier ist eine kleine Echse, die ist ungefähr so klein und sie nennt sich Basiliscus basiliscus, im Volksmund auch Jesus Christ Lizard. Und hier sehen Sie, was dieses kleine Tier machen kann. Das Wasser scheint sehr zäh zu sein für ihn. Ja, okay, und damit bin ich am Ende dieser Vorlesung. Danke für das zahlreiche Erscheinen, trotz des katastrophalen Wetters. Ja, und wenn Sie Fragen haben, stehe ich zur Verfügung. Vielen Dank. Hat es dann auch eine Bildungsstraßenbahn gegeben, wo halt abwechselnd Vortragende gekommen sind, die halt am Tag am Ring fahren, die Leute zusteigen können und aussteigen können, einfach einsteigen und da war halt. Das ist halt eben, wir uns zeigen, was die Unis so machen. Steigern. Jetzt kann man sich rausstehen. Ja. Jetzt mache ich so. Ich liege die Fackel. Ich bin nur zufällig. Nein, also. Wo du bist. Es ist leider, untergegangen durch Europa. Ja, aber die Eigenschaften es ist prinzipiell, haben wir jetzt alle aufgezeichnet Das ist noch zu sagen.
zwei Vorlesungen sind öffentlich. Zum Beispiel eben auch wenn die Theorie ist eine Vorlesung, dann geht jeder ins Automax ein. Muss man sich nicht kontrollieren. Braucht man ja nur, wenn man die Prüfung macht. Das braucht man ja nur, um die Prüfungen abzulegen. Ich spiele wahrscheinlich. Ich bin in der Hochschulerschaft tätig. Dafür organisiere ich das halt eben mit der Kollegin mit. Ich bin jetzt im Mai einiger zu. Architektur. Ich bin schön ruhig stand, ich hab schon gearbeitet. Also inzwischen ist ja leider Bauphysik zum großen Wahlfaktor geworden.